Freunde, und willkommen zu einem Video hier auf dem Kevin Spielt Kanal. Heute gibt es tatsächlich ein richtig witziges Video. Und zwar machen mein kleiner Bruder Max und ich ein Fortnite-Battle, wer länger überlebt. Hallo, hier ist Max. Kevin hat gesagt, ich sollte Fortnite spielen. Ich weiß nicht, ich glaube, ein einziges Mal habe ich das schon gespielt, aber ich kann das nicht so gut. Was ich aber gesehen habe, hier gibt es so andere Skins. Und ich will auf jeden Fall einen anderen nehmen, der ein bisschen cooler aussieht. Ich will, welcher sieht aus wie ein cooler? Der hier sieht aus wie ein witziger. Den nehme ich. So, und jetzt, muss ich in eine Runde reingehen. Und Kevin hat gesagt, ich soll probieren, solange es geht, zu überleben. Wisst ihr, eigentlich hätte ich auch überlegt, ob ich den Duff frage, weil der Duff ist ein Freund von dem Kevin. Der war auch schon mal hier und hat mit dem Kevin irgendwie so Sachen gemacht. Und Duff ist gut in Fortnite. Also Duff Knight oder so heißt der. Der ist ein guter Fortnite-Spieler und ich dachte, ich frag den, ob der mir Fortnite zeigen kann. Aber das mache ich nächstes Mal. Okay, Freunde, wir machen das Ganze nämlich so, dass ihr tatsächlich immer die Sicht von mir und von Max abgewechselt eingeblendet seht. Das heißt, Max kommt tatsächlich nachher vorbei. Wo habe ich den jetzt immer Q'n gesetzt? Bin ich doof? Ah, ich habe die hier gesetzt. Ah, ich fliege lieber ein bisschen weiter weg. Und ihr seht dann jetzt immer im Schnitt unsere beiden Sichten. Also ich bin mal sehr gespannt. Ich weiß nämlich nicht, wie gut sich Max schlägt. Er nimmt das Ganze dann später wieder alleine auf. Aber er hat auf jeden Fall schon ein, zwei Fortnite-Videos gesehen, aber ich werfe ihn da tatsächlich ins kalte Wasser. Ich habe zu ihm gesagt, yo, hast du Bock, ein Fortnite-Video mit mir aufzunehmen? Er so, ja, ich kenne das aber nicht so gut, aber er ist auf jeden Fall am Start. Ihr seht es ja jetzt. So, jetzt geht die Runde los. So kann man jetzt hier den Gegner kaputt machen. So. Hab ich schon gewonnen? Wieso stirbt er denn nicht? Ich muss den doch kaputt machen. Wisst ihr, ich bin der hier, der da läuft. Der mit den Ohren. Das bin ich. Wo bin ich denn jetzt hin? Ach so, ah. Stimmt. Jetzt, man muss erst aus dem Zug aussteigen. Wo lande ich denn? Wo landet man am besten? Ich lande da. Da bei den Kühen. Da lande ich da vorne. Kann man da sich Milch kaufen? Vielleicht kann ich dann auch in der Runde ein bisschen Milch trinken oder so. Na, gucken wir jetzt einfach mal. So, ich werde auf jeden Fall probieren, mindestens Top 10 zu werden. Ich habe keine Ahnung, wie gut sich Max schlägt, aber ihr werdet es ja, wie gesagt, sehen. Ich werde es im Nachhinein erkennen. So, okay. Also ich würde mal sagen, wir gehen mal hier hinten hin. Hier ist, würde ich jetzt mal behaupten, relativ wenig noch gelootet bisher. Beziehungsweise wahrscheinlich ist da auch niemand irgendwie gelandet in der Ecke hier hinten. Jetzt ziehen wir auch mal nochmal kurz so ein Bike und fahren da erstmal einmal ganz kurz hin. Wisst ihr, Kevin hat gesagt, ich muss der Beste sein und den besten Platz hier holen in Fort. Und das geht nur, wenn man die Kühe trinkt. Ich gehe da zu dem Traktor. Da zu den. Ey, nicht so weit fliegen. Oh nein, ich bin ins Haus gekracht. Warte kurz, wo ist der Traktor? Hallo? Warte kurz. Da ist ein Gegner. Der greift mich an. Der stirbt gar nicht. Ich habe keinen Angriff mehr. Achtung, ich muss weglaufen. Der macht mich kaputt. Das ist gar nicht gut. Der hat mich einfach kaputt angegriffen. Alter, das war gar nicht gut. Oh, der will mich immer noch angreifen. Ah, jetzt greifen die sich gegenseitig an. Haha, ihr seid aber Doofköpfe. So. Ah, noch eine Sniper. Was soll ich denn mit zwei Snipern? Oh, Habibi. Bruder, ich treffe gar nicht, ja? Aber er hat auch Aim von einer Kartoffel gehabt. Digga, hätte der mal besser geschossen, der hätte mich aber so easy gehabt. Oh mein Gott. Okay, einmal kurz nachladen. Also das war's mal wieder komplett, direkt der Anfang hier. Und die Waffe, die ich hier gerade ausgewählt habe, die ist ja richtig kacke. Und wo ist die Zone? Ah, wir sind sogar in der Zone. Ist das schön. Gucken wir mal kurz, was es hier gibt. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal eine Pumpgun. Das ist ganz gut. Die nehme ich lieber mal mit. Dann haben wir einmal ganz kurz so einen witzigen Saft. So, zack. Und jetzt sind wir doch ganz gut gerüstet. So, jetzt ist hier irgendwo noch eine Kiste, glaube ich. Hier oben. Ja. Sehr schön, ist da irgendwas Brauchbares drin. Vielleicht eine bessere Waffe. Was ist das hier? Ah, das habe ich letztes Mal schon nicht gecheckt, was das hier ist. Ich nehme es jetzt einfach mal mit, nicht, dass ihr euch dann beschwert. Kevin, du hast die beste Waffe im Spiel nicht mitgenommen. Bist du doof? So, was ist das? Ah! Bruder, Granaten!
Wisst ihr, ich habe schon öfter mal auch von Standard sein Video geguckt, von den Fortnite-Spielern. Den kennt ihr, den Standard heißt er. Das ist auch, den hat Kevin auch schon mal gesehen in echtem Leben und hat denen so eine Hand gegeben. Der hat irgendjemanden geboxt. Da vorne ist ein Huhn! Liegt das Kevin? Ist das ein Eierhuhn? Hallo? Wie kann ich dich essen? Kann man dich fangen? F. Ah! Ich hab ein Huhn! So, jetzt muss ich mal... Was mache ich denn jetzt mit den Huhn? Hä? Hallo, warte doch! Du bist ein doofes Huhn, weißt du das? Hallo? So, Huhn, wir fliegen jetzt weg. Wir gehen jetzt dahin, wo man ganz viel Gold bekommt. Ich hab noch gar nicht gehört, ey. Das Ding ist, ich habe keine Kopfhörer auf. Ist auch ein bisschen... Bin ich euch ehrlich, ist auch ein bisschen dumm. Wir sind jetzt erstmal fürs Erste entkommen. So, und ich brauche eine bessere Waffe, immer noch. So, ja. So, Top 38 sind wir schon mal. Also bisher läuft es gar nicht so schlecht. Top 10, habe ich ja gesagt, will ich probieren zu erreichen. Oh, so eine dicke Kiste. Ui, ein Feini, ein Feini. Feini. Die Waffe habe ich aber schon, ne? Ah, im Blau ist die ja anscheinend schlechter. Ich bin gespannt, wie sich Max jetzt gerade im Vergleich schlägt. Da vorne, das habe ich mal in einem Video gesehen, in dem Haus da, in den LKW vorne da. Da kann man unendlich Fortnite kaufen, diese V-Bug. Man muss nämlich einen Huhn haben und dann muss man sich hier raufstellen. Und jetzt muss man kurz warten. Der hat gesagt, das kann auch so dauern, so 5 Minuten oder so. Ich warte kurz. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Oh, ich habe so eine krasse Waffe bekommen. Ja, gehen wir mal wieder dahin, wo wir gespawnt sind, weil da ist gefühlt jetzt wieder die Zone. Was ist denn das für eine Zone? Wir können uns mal die Kiste da hinten holen. Top 23 sind wir schon. Das ist stark. So, das will ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Der Loot ist bestimmt nice. Ui, das ist lecker. Das schmeckt. Machen wir das jetzt so einfach mal. Ich hoffe, das ist schlau. Ich brauche auf jeden Fall noch so eine bessere normale Waffe. Ah, da hinten ist doch Gegner. Dann ist doch ein Gegner. Komm, ich mal jetzt Geronimo Action. Hä? Wo ist der? Genau hier hinter dem Busch war doch einer. Nein, sag mir nicht, das war der Typ oder das Wildschwein. Oh mein Gott. Nein. Oder ist es mir jetzt nicht passiert? Moin. Oh, hier ist einer. Ciao. Jetzt hat's aber funktioniert. Ich mache in der Zwischenzeit, rufe ich einmal den Duff Knight an. Hallo, Duff. Hey, hallo. Hallo, Duff, hier ist Max. Max, was machst du denn? Ja, weißt du, ich spiele gerade Fortnite. Ja, hast du das denn überhaupt schon gespielt? Ja, du musst mir sagen, wie kann man denn jetzt hier unendlich V-Bucks bekommen? Ich bin jetzt hier mit einem Huhn auf ein Auto. Das hat ein YouTuber gesagt und jetzt kommt da keine V-Bucks. Oh Mann, Max, was machst du denn? Hat dir Kevin überhaupt erlaubt, dass du Fortnite spielen darfst? Ja, der hat gesagt, wir machen Duell, wer länger in Fortnite lebt. Ja, okay, also zunächst einmal musst du im Fortnite-Item-Shop Creator Code Clash Games eintragen. Das ist immer ganz wichtig. Aber ich bin doch in eine Runde drin, Duff Knight. Das geht doch gar nicht. Ja, dann musst du das aber ganz dringend nach der Runde nachholen, okay? Ach so. Versprechen. Ja, da vorne ist ein blauer Blitz gewesen. Och Mann, Max. Okay, ich würde sagen, bisher ist gut. Bisher ist gut. Ob's nicht zu sehr rauspieken hier. Gucken wir erstmal ganz kurz, wo die neue Zone ist. Ich bin nicht ganz in der Zone drin, aber das ist ein nächster Busch, glaube ich. Warte mal kurz, ein bisschen. Oh Gott, das ist schon ein Stück. Und das ist kein Busch. Oh je, Mine, das hier ist ein Busch. Ist, glaube ich, gerade so in der Zone drin. Ja! Ich bin doch der krasseste. Ich hoffe nicht, dass Max jetzt gerade dasselbe macht. Oh, da vorne ist Action. Warte mal. Da habe ich so einen auf dem Berg gerade kurz gesehen. Egal, ich chill. Ja, ich will Top 5 werden. Was machst du denn gerade? Du stehst immer noch mit deinem Huhn auf dem Berg, oder was? Nein, ich stehe mit dem Huhn auf sein Auto drauf. Bist du denn in der Zone schon gewesen, Max? Du musst in die Zone laufen. Wo ist denn jetzt die Zone nochmal? Das ist das Weiße, oder? Ja, genau.
genau, dieser Kreis. Da musst du reinlaufen. Ja, da bin ich. Ja, okay, Max. Ja, okay. Ey, Max, ich muss dir ein Geheimnis verraten. Okay, das darfst du auf keinen Fall Kevin verraten. Was denn? Du bist besser als Kevin in Fortnite. Dankeschön, Duff. Kannst du mir das mal zeigen, das Fortnite? Ich bringe dir das mal sehr gerne bei. Aber du bist jetzt schon besser als Kevin. Aber das darfst du auf keinen Fall sagen, okay? Bitte nicht. Ja, ich muss jetzt aber weiter, weil das Huhn, das möchte jetzt ein bisschen wieder rumlaufen, hat es gerade gesagt, weißt du? Alles klar, Max. Vergiss das aber nicht mit dem Creator-Code, okay? Ja, ciao, Duff. Tschüss. Ciao, das war der Duff. Der kann in Fortnite, ist ja voll gut. Der hat gesagt, ich bin besser als der Kevin. Kevin ist bestimmt schon ganz oft gestorben, so 8000 Mal oder so in der Runde. So, da vorne sind Schüsse kommen. Ja, komm, das ist ja sonst langweilig. Ich gehe jetzt rein. Ich attackiere jetzt. Nein! Haben die geteamt? Warte, was? Laber doch nicht, dass die Team, oder? Digga, die Team einfach! Hä? Digga, Spieler melden. Spieler melden? Mit Gegnern verbündet. Wer ist das denn jetzt hier? Ja, keine Ahnung, wer der andere ist. Sehe ich den Namen nicht. Warte kurz. Digga, was ist das denn? Fortfahren, warte mal kurz. Kann ich jetzt hier durchskippen durch die Spieler? Beobachten. Warte mal kurz. Nächster Spieler. Nächster Spieler. Hä? Und ich habe hier meinen Huhn. Das ist der Fridolin. Der ist jetzt mein bester Freund. Und hier ist mein Traktor. Das ist der Traktor von mir, wisst ihr? Der hier. Das gehört mir, der Traktor. Aber ich muss jetzt einmal in das Weiße reingehen, damit man hier die Runde überlebt. Und jetzt, Fridolin, stellen wir uns da oben auf das Haus drauf, okay? Weil, wisst ihr, wenn man auf den Haus oben drauf ist, dann kann man nämlich mal sehen, wo die Gegner rum sind. Also so rum sind. Und jetzt muss man einfach nur warten. Irgendwann kommen dann die Leute hier und sagen, dass ich besser bin als Kevin. Wer ist denn jetzt dieser... Da! Hier, warte mal. Diamanti darf. Und der mich gekillt hat, der hat geteamt mit Diamanti darf. Wo ist der denn jetzt hier, Diamanti darf? Bruder, ich bin dafür zu doof, aber Walla die Team. Egal, schauen wir, wie es bei Max ausgegangen ist. Was steht da links? Anonym hat fallen lassen. Nee, was muss ich jetzt machen? Habe ich jetzt gewonnen? Ich verstehe das nicht. Ich habe nur noch 7 Leute getötet. Fridolin, warst du das? Hast du die anderen gemacht? Vorher hatte ich über 30, jetzt nur noch 7. Weißt du, Fridolin, du bist der Allercoolste. Keiner wollte mit mir Brawl spielen oder Fort oder Stammeln, nur du. Hä? Fridolin, warum bist du weggelaufen? Ey! Der hat Fridolin gehauen! Wieso sehe ich jetzt so anders aus? Fridolin, lauf schnell weg! Ist die Runde jetzt vorbei? Habe ich gewonnen? Kriege ich jetzt 10.000 V-Buck? Quetercode! Ah, das ist schon eingetragen. Ja, jetzt ist der Kevin dran. Ah, nee, der hat schon gespielt.